Chinas Städte wachsen rasend schnell. Doch dieses Wachstum gibt es nicht umsonst. Milliardeninvestitionen in Neubauten. Doch dieser Fortschritt hat seinen Preis. Erschließung von Bauland, darauf gründet Chinas Wachstum. Doch einige müssen dafür teuer bezahlen. Die Dorfbewohner bringen die größten Opfer für die Entwicklung Chinas. Die Regierung hat es auf ihr Land abgesehen. Sie kauft es zu niedrigen Preisen auf, um es mit hohem Profit an Bauherren weiter zu veräußern. Notfalls werden die Bauern mit Gewalt vertrieben. Im Krankenhaus von Pingu liegen 10 Verletzte. Vor einigen Tagen hat eine Schlägertruppe sie mit Stöcken niedergeprügelt. Alle stammen aus dem Dorf Xiaotun, einem Vorort von Peking. Das Drama beginnt im Sommer letzten Jahres. Regierungsbeamte kommen, machen Fotos und vermessen Land. Dann sollen die Bewohner unterzeichnen, dass sie mit einer Entschädigung einverstanden sind. Viele im Dorf weigern sich. Die Bauarbeiter rollen dennoch an. Sie bauen Stromleitungen ab. Die ersten Häuser werden abgerissen. Noch hat Shui Wei Dong fließend Wasser, aber damit kann es jeden Tag vorbei sein. Bislang hat er sich geweigert zu gehen. Seine Frau und er haben Angst, dass sie sich die teuren Wohnungen, in die sie umgesiedelt werden sollen, auf Dauer nicht leisten können. Schon immer waren sie Bauern und wissen nicht, wovon sie künftig leben sollen. Sie haben sich noch nicht einmal bemüht, uns zu erklären, wie die gesetzliche Regelung aussieht. Sie haben nur gesagt, ihr müsst hier weg, egal ob ihr wollt oder nicht. Das hat die Regierung so angeordnet. Sie haben uns einen viel zu niedrigen Preis für unser Haus angeboten. Sie legen einfach eine Summe pro Quadratmeter fest. Wenn sie das Land dann weiterverkaufen, dann verlangen sie ein Vielfaches davon und machen enormen Profit. Das ist nicht fair. Korruption ist weit verbreitet. Oft verhandelt die Regierung nur mit den Parteifunktionären im Dorf. Sie gibt ihnen Geld für den Abriss der Häuser und für Entschädigungen. Dann bleibt es den Funktionären überlassen, was sie mit den Hausbesitzern aushandeln und was sie sich selbst in die Taschen stecken. Immer wieder sind hier im Dorf Fremde aufgetaucht, bezahlte Kriminelle und haben uns bedroht, berichtet das Ehepaar. Und am 2. November ist es dann geschehen. Plötzlich sind diese Schläger auf der Baustelle neben dem Dorf. Niemand weiß, wer sie angeheuert hat. Sie sind mit Stöcken bewaffnet und prügeln die Dorfbewohner nieder. Frauen, Männer, Alte. Wir haben hier keinen ruhigen Tag mehr und fürchten um unser Leben. Wir haben sogar Nachtwachen organisiert, schlafen in Schichten und patrouillieren durch den Ort. Beim Dorfparteikomitee haben wir um Hilfe gebeten, aber sie haben gesagt, das geht uns nichts an. Dass ein Kamerateam im Dorf ist, hat sich schnell herumgesprochen. Die Bewohner haben sich versammelt. Verzweifelte Menschen, die mit ihren Klagen, Sorgen und ihrer Angst nicht wissen, wohin. Wer sonst hört ihnen zu? Sie haben auf mich eingedroschen, obwohl ich meinen Enkel auf dem Arm hatte. Meine Frau hat eine schwere Kopfverletzung. Gilt hier noch das Gesetz? Sie wollen uns vertreiben und wir können nichts dagegen tun. Selbst diesen alten Mann haben sie grün und blau geschlagen. Und diese brutale Vertreibung ist kein Einzelfall. Im Internet kursiert eine Karte der Schüefang, der blutigen Wohnungen. Jedes Symbol ein gewaltsames Ereignis in Zusammenhang mit Zwangsräumungen. Überall in China. September 2010. 3 Menschen zünden sich selbst an, weil sie ihr Haus verlassen müssen. Einer von ihnen stirbt. Oktober 2010 in Shaanxi. Ein Mann zu Tode geprügelt. November 2009. Bewaffnete Militärpolizei geht gegen Dorfbewohner vor.
Die Regierung, die Abrissunternehmen, die Baufirmen und selbst die angeheuerten Kriminellen haben alle das gleiche Ziel. Sie wollen an das Land der Dorfbewohner. Sie bilden eine große Interessengemeinschaft und alle profitieren davon. Besonders die alten Leute im Dorf verstehen die Welt nicht mehr. Früher hat sich die Kommunistische Partei um das Wohl aller gesorgt, erzählen Tian Weijia und seine Frau Zhao Fuying. Jetzt haben sie uns den Strom abgedreht. Sie zwingen uns, unsere Häuser billig zu verkaufen und dann müssen wir teure Wohnungen neu kaufen. Sie legen für beides den Preis fest und wir haben keine Wahl. Bei der Erschließung des Baugebiets ging alles mit rechten Dingen zu, behauptet der zuständige Parteifunktionär. Wir haben die Bauern immer wieder besucht und geduldig alle Maßnahmen erklärt. Wir wollen, dass die Erschließung harmonisch und transparent geschieht. Die Bauern dagegen wollen nur immer mehr Geld herausschlagen. Wir zeigen ihm die Aufnahmen, wie die Dorfbewohner niedergeschlagen werden. Es sei ein Streit zwischen Arbeitern der Baustelle und Bauern, meint der Parteikader. Mit Stöcken bewaffnete Männer in Lederjacken, das sollen Arbeiter sein, fragen wir nach. Sie tragen zwar keine Arbeitskleidung und keine Sicherheitshelme, aber es gibt immer wieder Arbeiter, die sich anders anziehen. Der Vorfall wird von der Polizei untersucht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. In China gibt es keine Gewaltenteilung. Die Regierung ist alles in einem. Wenn die Rechte der Menschen verletzt werden und sie dagegen klagen wollen, dann haben sie kaum eine Chance, denn es gibt keine unabhängige Justiz. Ein paar Tage später im selben Dorf. An das Haus des alten Ehepaares hat jemand diesen Zettel geheftet. Sie haben noch 15 Tage Zeit. Dann kommt das Räumkommando. Was sollen wir tun? Wir haben keinen Platz, an dem wir leben können. Und es gibt keinen Ort, an dem wir Gerechtigkeit finden. Die alten Leute konnten das Schriftstück noch nicht einmal lesen. Sie sind Analphabeten. In wenigen Tagen wird ihr Haus zerstört, werden Tian und seine Frau Zhao verschwunden und Chinas Wirtschaft wieder ein Stück gewachsen sein.